Glück auf und herzlich willkommen zurück bei The Binding of Isaac. Wir spielen heute mit Kane spielen wir heute. Und nicht wie angekündigt, Dr. Fetus Ranch, die Challenge, muss ja nicht ständig hier irgendwelche Challenges machen. Hatten wir jetzt die letzten Wochen schon immer. Ein bisschen Abwechslung muss ja auch sein. Blöde Bombe, lass mich in Ruhe. Spinnenspawner? Nein, er hat die Spinne gedroppt. Gespawnt. Gespuckt. Was ist das? Au. Au. Hänster. Verdoppelt unsere Tränenschussfrequenz. Bla. Besonders gut für Kain, weil er eh schon ein Defizit hat, weil er nur ein Auge hat. Und wir müssen mal den Goldraum finden. Irgendwie ist mir die Musik zu laut. Also von The Binding of Isaac. Ruf mal kurz leiser. Da war der Goldraum. That's the Scroll. Was machst du? Teleport. Toll. Ja, die hat einen Random-Effekt. Die Scheiße. Und naja. Hoffentlich werden wir es relativ schnell wieder los. Weil das kann man nicht gezielt wirklich einsetzen, den Scheiß. Ein bisschen mehr Münzen wäre nicht schlecht. So, es gibt eine Möglichkeit, wo der Geheimraum sein kann schon mal. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Und wir haben zufällig die dritte Möglichkeit gefunden. Und somit haben wir jetzt genug Kohle für den Shop. Das ist ja wunderbar. Dann gehen wir in den Shop. Vielleicht ist da ja was Schönes drin. Eine blaue Kerze wäre nicht schlecht. Aber es ist keine blaue Kerze. Es ist eine Treasure Map. Auch gut. Oh, müssen wir wissen, wie groß die Ebenen sind. Und wo es lang geht. Und wo denn die Geheimräume sind. Also, naja, die normalen. Wo könnte denn eigentlich denn der andere Geheimraum sein? Naja, ich habe nicht genug Bomben, um das jetzt zu suchen. Es lohnt sich also nicht. Was haben wir hier? Hier ist ab. Dankeschön. Ah ja, Kane startet ja mit den Lucky Food. Und soweit ich das weiß, mit den Lucky Food hat man keine negativen Effekte auf Pillen. Also nicht, dass ich das je bemerkt hätte. Aber man weiß halt nicht, was die Pillen machen. Ja, kommt mal alle ran. Blöden Zombies, kommt, 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 kommt. Kannst da erstmal rumbluten. Ich hab mich erstmal um den Scheißhaufen gekümmert. Und jetzt noch du und... Da können wir wieder die Spruchrolle da, die mal einsetzen. Nochmal Teleport. Machst du jetzt immer Teleport? Ich weiß es nicht. Ich habe das Ding nie wirklich benutzt. Vielleicht behält jetzt die Spruchrolle für den Run immer den Teleport-Effekt. Und da haben wir Pin. Mal sehen, welche Version, ob er normal ist. Wenn er normal ist, ist er relativ schnell erledigt. Und da haben wir schon fast die Hälfte runter von ihm. Ach, verdammt. Wow, wo schießt du hin? Wow. Ey, du bist ja richtig aggressiv geworden. Bist du aggressiv? Hast du Aggressionsprobleme? Komischer blöder Wurm. X-Ebene. Ja, lassen wir ihn mal mit seinen Albträumen allein. Und da haben wir dann schon mal den Shop und den Goldraum. Das ist ja schön. Zwei Schlüssel haben wir, nicht genug Kohle für beide. Was haben wir hier? Tears Up. Oh, cool. Also zwei Varianten für eine Tears Up-Pille. Zwei Bomben gekriegt. Gute Sache.
Hey! Jetzt ja, also ich nehme jetzt die, die Fernbedienung mit. Ist zwar gleich, ist auch wieder nur teleportieren, aber da weiß ich wenigstens, dass es auch wirklich teleportieren ist. So, genug Bomben haben wir. Können wir uns hier durchbomben? Ich weiß es nicht, bei Opferräumen. Ja, gut. Dann können wir uns gleich nach unten bomben, dann sparen wir uns den Schlüssel. Dann können wir uns den Kompass kaufen. Ja, jetzt wissen wir immer, wo was ist. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wo könnte der zweite Geheimraum sein? Oh man. Auf jeden Fall müssen wir dann die Fernbedienung benutzen, sobald wir den Boss besiegt haben. Weil sonst ist die Fernbedienung ja eh für den Arsch. Wir müssen ja versuchen, in den Error-Raum mal zu kommen. Wird ja mal, wäre mal was Schönes. Die Fernbedienung ist ja sonst zu nichts Nutze halt. Habe ich ja schon gesagt. Mein Gott, ich wiederhole mich. Was haben wir da? Oh, das ist Staun. Das ist mal Rock. Mehr Schaden. Ein bisschen langsamer laufen war, aber mehr Schaden ist mehr Schaden ist mehr Schaden. Und das kann niemals schaden. Also. Mehr Schaden kann nicht schaden. Ein seltsamer Satz, muss ich gerade sagen. Machen wir jetzt sofort den Boss, oder gehen wir jetzt nochmal links rein? Wir haben nur noch eine Bombe, dann können wir den Stein da auch kaputt machen. Da würden wir vielleicht auch ein paar Schlüssel kriegen, oder ein paar Soul Hearts. Oder keine Ahnung. Goldene Kiste, die wir nicht wirklich brauchen. Ich mache erstmal den Boss. Vielleicht gibt es da drin ja auch einen blauen Stein. Und das ist Monstro, der Mann mit der. Naja. Du Sackgesicht halt. Er ist ein Sackgesicht. Er ist so ein fleischgewordener Hüpfsack. Und die machen ordentlich Schaden. Oh, sehr schön. Jesus, juicy. Range und Tears up. Also laut Wiki macht es mehr Damage. Und hier haben wir... ich bin gerade... Also entweder das Pakt oder den Katzenkopf. Ich bin eigentlich den Katzenkopf ein bisschen zugeneigt. Ah, aber Pakt ist passiv und dauerhaft. Ich nehme den Pakt. Damage up. Und hier ist auch laut Wiki. Jo, hier ist ab, ist auch bei. Oh, Fate. Jetzt können wir auch fliegen. Jetzt machen wir massiv Schaden und ziemlich schnell Tränen schießen. Dann kriegen wir jetzt noch einen Herzcontainer dazu. Wow. Geil. Dann können wir noch das einsammeln. Das ist ja geil. Ja, das gefällt mir. Jetzt haben wir wieder einen Herzcontainer dazu gekriegt. Danke. Super Runde. Ein Schlüssel haben wir, dann können wir sofort hoch, nicht die Goldkiste einsammeln. Das Glück ist auf meiner Seite. The Dice. Der D6 ist jetzt bei mir und damit ging wir... Ja. Geh kaputt. Stopp. Ab und zu springt er mal kurz Seite und wird kurz getroffen und komm. Dime. Dann gehen wir kurz runter. Gehen wir fliegen. Gehen wir kurz einmal einen halben Schaden. Alter, ihr habt keine Chance.
Ihr habt keine Chance mehr. Ich kann fliegen, ich mache super viel Schaden. Ihr habt sowas von verkackt. Ich habe genug Kohle, jetzt bräuchte ich noch einen Schlüssel. Das wäre ganz nett. In den Challenge-Raum komme ich auch locker rein. Indem ich... Ah ne, da bräuchte ich eine Bombe. Ah ne, wir haben ja eh volle Herzleiste und genug Herzen, um das Sven aus... zu tangieren, keine Ahnung. Ich bin gerade überrascht. Also ich habe ja gestern schon mal versucht aufzunehmen, aber irgendwie hat mein Aufnahmeprogramm da ein bisschen gestreikt. Jetzt nicht vergessen, den Würfel einzusetzen. Und es war eine schöne Runde mit Kain. Da hatten wir nicht den Abel. Das war eine schöne, so ein bisschen storymäßig eher. Kain und Abel gemeinsam gegen das Böse. Da hatte ich schöne Titelideen und sowas. Alt wollte nicht sein. Ein bisschen, na, Range Up. Oh. Goldener Schlüssel, perfekt. Dankeschön. Da können wir mich gleich auch die Goldkiste hier öffnen. Oh, gleich 5 Bomben gekriegt. Nee, 4. Hatte ja schon eine. Jetzt haben wir aber 5. Perfekt. Ja, der Kain, der hat schon Glück. Dann setzen wir einmal das ein, dann können wir nämlich wiederkommen und das auch wegwürfeln. Jetzt, wie viele Räume haben wir noch? Wir haben 3 einmal aufladen. Wir haben 2 Räume einmal aufladen, 3 Räume einmal aufladen und nochmal 3 Räume einmal aufladen. Okay, also dreimal aufladen können wir noch den Würfel. Wenn da jetzt Bosse, Gegner oder so drin sind. Hier ist kein Gegner drin. Okay. Also nur noch zweimal aufladen. Außer jetzt ist hier im Geheimraum Miniboss drin. Dann sind es dreimal aufladen. Nein, ist nur zweimal. Okay. Das nennt man Pech. Nein, das will ich nicht haben. Das will ich auch nicht haben. Ich habe gesagt, ich will es nicht haben. War vielleicht die Karte? Stars. Chariot nehmen wir mal vorsichtshalber doch lieber mit. Chariot können wir aber für Imcheck nutzen. Minimosh. Schneller, wir sind doch schneller. Und Range Up. Ach, geil. Perfekt. Verarscht. Können wir das mitnehmen, dann können wir das Stars dann wieder nach dem Bossraum benutzen. Schön an die Seite ran. Da haben sie nicht weiteren Schussweg. Dann können wir wieder hoch und wieder würfeln. Irgendwie habe ich zu viel Glück, muss ich sagen. Ja, Kang hat Nucky Food. Der hat natürlich Glück. So, was kriegen wir? Vorher hatte er nur ein Auge, jetzt hat er 4. So, noch einmal aufladen, bitte. Damit wir Book of Revelation da umtauschen können. Oder, nee, wir machen erst den Boss. Ja, wir machen erst den Boss. Vielleicht hat der ein scheiß Item, was wir umwandeln müssen. Ein Schuss hat gereicht. Super. Ach, den können wir natürlich nicht so einfach töten von vorne. Aber einmal treffen reicht. Und es ist Headless Horseman. Jetzt ist die Frage. Es war kurze Zeit möglich. Ich glaube 1.45. Das Pony zu tauschen mit den Würfeln. Und dann hatte ich meinen Run, da habe ich es nochmal versucht, da hat es nicht funktioniert. Aber wir haben hier auch noch... Nee. Ich könnte jetzt das Messer nehmen, das wäre aber Blödsinn, Okay, ich habe gerade meinen Würfel verkackt. Also es muss nicht mehr. Mit 1.48. Danke.
hätte schön Book of Revelations umtauschen können, da wäre vielleicht noch ein Item bei mir gesprungen, aber nein, wollte nicht, weil sie sich nicht einig werden können, welches Item man jetzt würfeln kann. Na, ich weiß, dass man das mal wegwürfeln konnte, also den Pony. Ah, scheiße, ich war unkonzentriert. Das hatte ich sogar in der Aufnahme. Irgendeine Folge, da konnten wir das wegwürfeln. Da hat es funktioniert. Naja. Wir haben zwei... Wir haben vier Bomben. Zwei Schlüssel. Dann bomben wir uns... Jo, dann bomben wir uns jetzt in den Dingsraum. Außer jetzt ist hier ein Miniboss drin. Ist aber nicht. Genau, dann können wir mich die Schlüssel sparen für den Shop und die Buchladen, obwohl wir die Buchladen eigentlich nicht wirklich brauchen. Es ist Chubby, naja. Ach scheiße, hätte ich doch gar nicht einsammeln brauchen. Ich Idiot, hätte es doch wegwürfeln können. Ah. Solange wir nicht viele Herzcontainer haben, ist Chubby unnütz. Ich hab ihn trotzdem genommen. Ich Idiot. Oh, bin ich doof. Und damit habe ich, glaube ich, mein Glück verkackt. Wenn man schon Glück hat, dann sollte man das auch nutzen und nicht hier welche blöden Fehler machen. Mein Gott. Ich könnte mich selber schlagen für. Ich habe übrigens Dings nicht benutzt. The Stars nach dem Boss. Das ist auch nicht gut. Okay, naja. Kohle für die nächsten beiden Ebenen hätten wir denn. Was kriegen wir hier? Können wir einmal nutzen. Okay, Book of Shadows könnte man den Wein Opferraum wieder nutzen. Wir gehen jetzt Richtung Challenge Raum. Wow. Ich hätte mich jetzt auch selber sprengen können. Also der Schaden ist echt nicht von schlechten Eltern. Na okay, ich hätte doch eher den Boss vorher machen müssen sollen. Guten Tag. Habe ich auch nicht. Da hätte man mich vielleicht das Boss-Item denn wandeln können. Wenn scheiße ist. Und vielleicht hätte man dann noch einen zweiten Versuch gehabt. Tod. Ein Schuss reicht. Okay. Stopp, 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 stopp. Ja, jetzt ist der Würfel schon aufgeladen. Bringt mir jetzt viel, ehrlich. Bevor wir den Boss machen, machen wir mal den Opferraum. Vielleicht kriegen wir was Schönes. Das erhöht unsere Überlebenschancen. Mehr will ich damit nicht bezwecken. Hin und her, hin und her, und ich mach so viel Schade mit den Dingen. So, einmal eingesetzt. Und da war Geld, naja. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Holen wir uns wieder den Würfel, den können wir ja mal brauchen. Oder wir machen mal schnell kurz den rechten Raum da. Der Würfel ist ja schon aufgeladen. Wir haben einfach gemacht und waren tot. Um uns jetzt den Würfel und gehen zu Boss, dann sind wir hier auch fertig mit The Caves. Und dann geht wieder der spannende Teil los mit den... mit den Diebs und keinen Schaden kriegen. Ach, das wäre mal schön, wenn ich den Scheiß endlich fertig kriege. Bevor ich das The Binding of Isaac LP beende. Was ich ja nächsten Monat vorhab, dann möchte ich den Super Meat Boy anfangen.
beziehungsweise erstmal Meat Boy. Und andere. Ach nee, Gordy. Gordy. Und natürlich in der einfachsten Raumkonstellation, das finde ich schön. Boah. Alter, Schaden ist echt übel. Und jetzt noch Queasy. Queasy, noch schneller schießen oder was soll das werden? So, jetzt Krampus oder wie? Nee. Können wir einmal einsetzen. Was kriegen wir hier? Brauchen wir nicht. Unnütz. Ah, jetzt ist das einsetzen. Leider kommen wir nicht zum Error-Raum. Der verfieseln wir uns. Ab in the Deeps. Also, ja, finde ich schön. Also, die Bosse dürften uns eigentlich nichts wirklich mehr antun können. The Fool. Hey, überlebt jetzt zwei Schüsse. Ist ja schlimm. Ach, der Engel lebt noch. Gibt's nicht. So, was kommt jetzt? Jetzt kommen die Knights. Überlebt ja nur ein Schuss. Also volle Breitseite. Und Schuss. Gehen wir jetzt Richtung Shop? Wir gehen in Richtung Shop. Nutzen wir den Würfel gefälligst effizient. Wenn man bei einem Shop ist, ist der aufgeladen, dann bringt das uns mehr, als wenn wir jetzt zum Goldraum sofort gehen. Aufgeladen, jetzt dürfte er hoffentlich kein. Gut. Tears Up dürfte man eigentlich genug haben. Hä? Verstehe ich nicht. Okay, würfeln. Würfeln wir? Wird würfeln. Den kannst du behalten, da würfeln wir denn nochmal. Wir hätten jetzt wahrscheinlich noch ein paar Pillen gekriegt, ein paar positive, aber wir haben schon genug Stats ab und so. Und es gibt ja keine Damage-Up-Pillen, also deswegen ist das nützlich. Schnell genug sind wir, wir machen genug Schaden, schießen schnell genug, wir schießen weit genug. Man kann ja ein bisschen tricksen, kann man ein bisschen weiter schießen. Oh man. Stopp! Stopp! Ach verdammt, ich fliege ihn rein. So viel zum, wir fliegen schnell genug. Wir fliegen schnell genug in sie rein. Bäh. Komm. Grüner. Oh mein Gott, es ist die rot-grüne Koalition. Oh mein Gott. Tot. Was ging man hier? Kann man machen, muss man aber nicht. Wir haben ja eh kaum. Kaum Herzcontainer. Deswegen gucken wir erstmal, was wir noch so kriegen. Wir latschen jetzt Richtung Boss. Ah Mist, ich hab Schaden gekriegt, war. Scheiße. Noch mehr Geld. Hey, verreckt gefälligst. Verreckt. Ich mag die Holo-Köpfe nicht. Ich mag die nicht. So, den einmal nach oben zum Shop. Würfeln. Das ist immer doof, weil ein Würfel, dass man hin und her latschen muss. Ist ein bisschen zeitaufwendig. Die machen genug Schaden. Also die Kerze ist zwar genial, aber. Mal gucken, wir gehen jetzt zum Boss. Wir machen den Boss platt, dann können wir. Also wir haben jetzt 7 Räume, aber wir brauchen immer jeweils 3 für eine Aufladung. Also können wir 2-mal aufladen.
Stirb. Was haben wir hier? Halt ab. Finde ich nett. Da war den Eisig-Kopf. Das ist ein Trinket. Brauchen wir aber nicht. Ach, da habe ich eine Münze liegen gelassen. Da könnte sich jetzt das Vampir-Item lohnen, da wir jetzt endlich ein bisschen mehr Herzmatena haben. Dann bringt es natürlich viel mehr. Jumper! Boah, da hat mich der Steinkopf erwischt. Was ist das denn? So, Boss. Und es ist The Fallen. Du wärst der stärkere Dämon. Ich. Eindeutig. Boah. Na, wollt ihr versuchen? Ah, Mist. Bin nicht ausgewichen. Das würfe ich weg. Guppies Take. Jetzt hätte ich gern... ja, jetzt hätte ich gern den Katzenkopf. Guppies Head. Oder Guppies Paw. Ehrlich, das wäre jetzt richtig geil, wenn ich die hätte. Eins von beiden. Mist. Mist. Na, den brauchen wir auch nicht. Geh weg. Geht weg. Tot, tot, tot. Ein bisschen mehr Schlüssel könnten wir auch gebrauchen, jetzt wo wir Guppies Tail haben. Ist ein Shop ein Schlüssel? Ich weiß es nicht. Können wir mal gleich gucken. Erstmal holen wir uns das Vampir-Item. Guten Tag. Charm of the Vampire. Kills, heals. Gibt's ein Schlüssel? 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 Wir haben genug Bomben für den Geheimraum, den anderen. Nein, hier gibt es keine Schlüssel, aber The Hangman brauchen wir nicht. Dafür können wir uns aber noch ein Soul Herd holen. Nehmen wir das Fool mit. So, jetzt nur ein paar Item. Da ist er nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den jetzt suche, weil so wirklich brauchen wir den nicht. Wo könnte der sein? Ja, jetzt natürlich die ganze untere Straße lang. Aber ich glaube, er ist hier. Obwohl, hier ist er schon gesprengt worden. Dann ist er vielleicht hier. Eine Trollerloll-Bomb. Ja, okay. Nein. Wir haben ihn gefunden, aber das war nichts. Kann ja nicht immer gut sehen. Keine Zeit zu verlieren. Wir brauchen einen Schlüssel und Mist. Wir gehen zum Arcade Room oder gehen wir jetzt sofort zum Goldraum und hoffen, dass wir einen Schlüssel kriegen. Ich versuch mal sofort. Ja! Komm, pam, pam. Und tschüss. Nein, boah, wow, fast hätte ich den Schlüssel verschwendet. Katie Cross, weg damit. Brauchen wir nicht. Spelunkehelm brauchen wir auch nicht. So, jetzt gehen wir zum Arcade Room. Besorgen uns ein paar Schlüssel. Ihr kommt niemals in meine Nähe. Wisst ihr ganz genau. Ja, Guppies Tail funktioniert schon mal prima. Komm, tschüss, tschüss. Ach, Mist, getroffen. Aua! Manchmal vergesse ich echt, dass man über Steine fliegen kann. Schlüssel! Perfekt! Noch ein bisschen mehr Schlüssel können nicht schaden. Ehrlich gesagt, will ich das Item jetzt gar nicht mehr.
meinen ersten Mal gekriegt. Na, Hannibal würde jetzt fluchen, wenn sie das sehen würde. Aber sie guckt mich nicht, ist ja auch egal. Warum sollte sie auch? Ich kleiner Wicht und krieg ein Eternal Heart. Wie komm noch mal her? Ich hoffe, ich denk dran. Ich vergesse es ja immer gerne mal, das einzusammeln. Ach, die gehängten mal wieder. Was gibt's hier? Gibt's hier ein Item? Hier gibt's kein Item. Deswegen gehen wir jetzt nach unten würfeln. Behalten wir den Schlüssel für PHD. PHD? Gab es einen Herzcontainer dazu? Nein. Das ist einfach nur Better Pills. Hätten wir eigentlich nicht wirklich gebraucht. Egal. Also hätten wir ein paar Herzen verloren, normale. Dann hätte das jetzt auch aufgeladen, unsere Herzen. Naja. Wir haben auch Charm of the Vampire. Egal, wir haben es jetzt eingesammelt. Könnt ihr mal bitte Items und so, Scheiß. Schlüssel und so. Ganz viele Schlüssel. Ach gut, brauche ich keine Bombe benutzen. Finde ich praktisch. Was haben wir hier? Die Bombe und einmal nach unten. Den Ankh finde ich unnütz. Wiedergeboren werden mit 3 Seelenherzen finde ich nicht doll, ehrlich. Können wir einmal würfeln. We need go deeper brauche ich auch nicht. So nicht. Ihr Vaginale. Oh. So doch. Denken Sie sich jetzt. So doch. Der Greed. Ah, kann mehr spucken als du. Sack. Ja, jetzt brauche ich kein Geld mehr. Finde ich sehr praktisch, dass ich kein Geld mehr brauche. Na, Chubby, Chub, Chub. Chubby. Chubby. Siehst so leicht angepisst aus. So gelblich. Komm, 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 gib mir was. Ein Leben. Okay. Leben nehme ich doch denn noch lieber. Gern doch. Ja, bomben wir uns gleich mal hier durch. Pam, pam, pam. Und ihr blöden Jogger seid auch weg. Und nixe. Ah, Mist. Wurde getroffen. Ich bin so tief getroffen. Ah, wurde nochmal getroffen. Lasst mir meine Seeherzen in Ruhe. Schweine. Mist. Wir haben einen Schlüssel für... Wir können noch... Ah ja, der Schellentraum ist noch da. Gute Sache. Hahaha. Ich hab keine Chance. Komm, komm. Komm, komm. Verfehlt ihn. Ich verfehl ihn. Was kommt jetzt? Die Turbo-Goblins. Na, ich renne gegen. Das scheuert. Und natürlich habe ich keine Kohle mehr zum Einsammeln, obwohl. Ich habe einen Plan. Wir haben hier noch ein paar Herzen rumzuliegen. Und hier gibt es noch eine Blutspendemaschine. Schlüssel. Yeah. Ganz, ganz viele Schlüssel.
noch ein Schlüssel und zum letzten Mal. Jetzt können wir uns Herzen holen, wir können die Kiste öffnen. Wie noch mehr Schlüssel. Wir holen uns erstmal Herzen, vielleicht ist ja in irgendeiner blöden goldenen Truhe eine Trollerleubombe drin und die macht mich denn kaputt. Gehen wir nach unten. Wir hätten da auch noch jetzt die Bibliothek. Hier haben wir schon das Item eingesammelt, ja. Gehen wir kurz in die Bibliothek. Dann haben wir hier Necronomicon. Den Würfel lassen wir mal aufgeladen. Und nehmen unser Kennzeichen mit. Sind wir stärker mit. Jetzt habe ich nichts vergessen. Fast. Das Eternal Heart können wir sofort mitnehmen. Ist ja fertig. Bomben war das weg? Nö. Ich hätte natürlich auch die Dingsmaschine jetzt ein bisschen ausreizen können. Da liegt ja noch genug Zeug rum, aber komm, die Aufnahme wird schon lang genug. Wir werden ja bis zur Chest wahrscheinlich kommen. Außer ich nehme jetzt bei Mutter zu viel Schaden. Das wäre natürlich total für den Arsch. Gab's ja nur Dings. Okay. Kein versus Mom. Normale Mom. Oh. Wurde getroffen? Scheiße. Ich werde getroffen. Ich bin... Komm, stopp. Besiegt. Nehmen wir Herzcontainer dazu, dann nehmen wir so Polaroid mit, denn wir wollen ja ein Dings rein. In the Chest. Und jetzt haben wir leider ein bisschen Feuerkraft verloren dadurch, aber wer weit kommen will, der muss auch ein bisschen Opfer bringen. Leider ist ja der Polaroid notwendig dafür. Finde ich doof. Aber wir haben jetzt schön viele Herzcontainer. Finde ich schön. Was gibt's hier? Hier gibt's nur eine Telling Machine. Die können wir nutzen. Vielleicht kriegen wir Seelenherzen. Nicht nur vielleicht, wir kriegen Seelenherzen. Zumindest eins. The Lovers. Da kriegen wir zwei Herzen. Dann haben wir hier Two of Diamonds. Den Fischkopf brauche ich nicht. Brauche keine Fischköpfe. Machen wir mal kurz hier einsetzen. Magicin brauche ich nicht. Brauche ich eigentlich auch nicht. Burning Penny brauche ich auch nicht. Das ist das. Da haben wir 10 Schlüssel. The Red Patch brauche ich nicht. The Lucky Toe brauche ich nicht. Wir haben den Lucky Food. Jetzt komme ich aber kaum noch an den Dings ran. The Emperor bringt uns zum Boss. Das möchte ich jetzt... Nee, möchte ich nicht. Haben wir 99 Münzen. Gib mir irgendwie Joker oder sowas. Oder lass es sein. Wir nehmen mal kurz Burning Penny an uns, kriegen wir eine Bombe. Oder auch nicht. Wenn wir jetzt nur andere Trinkets einsammeln. Da haben wir eine Bombe. Gut. Gibt es hier nochmal. Emperor. Okay, jetzt setzen wir doch mal Emperor ein. Und es ist Teratoma. Der aussieht, als wäre es irgendwie eine schwarze Masse aus Zahnfleisch und Zähnen.
mit Spinnen, was ich irgendwie... Soll irgendwie krebsmäßig irgendwas sein, irgendwie Stammzellen. Nee, nicht Stammzellen, Krebszellen. Nehmen wir das, ist jetzt die Frage. Schnellere Tränen. Brauche ich das? Nö. Brauche ich auch nicht, Wundenspoon. So, jetzt haben wir ganz, ganz viele Räume zum Aufladen des Würfels. Oh nein, grüne! Platzt vor euch hin und stirbt! Platsch! Platsch, platsch! Oh, und du auch noch. Boah, jetzt bin ich irgendwo wieder hängen geblieben. Warum bleibt man denn hier irgendwo immer hängen? Ist das schlimm? Da haben wir Kiste. Komm, jetzt bitte was Schönes. Irgendwie Freeze-Effekt oder so ein Kack, weiß ich. Range-Up brauche ich nicht. Wir können uns ja immer wieder was Neues machen. Machen wir erstmal den Gefährlichen hier weg. Der Schwarze ist ungefährlich, der kann nicht jumpen. Also kann ich so hoch jumpen. Und uns klatschen, der kann nur ein bisschen, so klein, ein bisschen hüpfen, kann er. Na, was willst du denn? Goldtruhen wären auch nicht schlecht, genug Schlüssel haben wir. Wenn nicht, haben wir dann genug Schlüssel für die Chests. Dürfte ich ja eigentlich... Na, komm. Dürfte ich ja eigentlich locker hinkommen. Außer ich lasse mich töten. Was ich ja gern mal machen lasse. Ab und zu mal. Ungern, aber es passiert. Und jetzt habe ich draußen gesehen, zu viele Räume gemacht. Wie viele haben wir jetzt noch? Drei. Einmal zu viel, ernsthaft. Ja, ich habe einmal Würfeln verkackt dadurch. Das finde ich scheiße. Nein. Zweimal Würfeln haben wir noch. Gehen wir rechts jetzt? Ja, wir gehen rechts lang. Obwohl, wir gehen in den Schmerzraum. Vielleicht gibt es da ein Item. Hier gibt es einen Automaten. Okay. The Sun. Das nehme ich mit. Das nehme ich denn. Das benutze ich gegen Isaac. Oder so. Komm. Verrecket. Ihr müsst mir meinen Würfel aufladen. Ihr müsst. Ich hätte auch den Automaten benutzen können. Dann hätten wir jetzt auf die Weise uns Herzen holen können immer. Ich benutze jetzt den Automaten ein bisschen. Herzen sind ja hier noch. Und das Sun hätte ich jetzt auch noch. So. Reicht. Ich habe ja schon 99 Münzen. Ah, ich will die Blutpaket. Die Blutpack. War rein, gibt es da ein Item für mich? Nein, es gibt nur eine Trollbombe. Euch nicht. Und fliegen. Naja, schade, kein Item. Hätte ja sein können. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Und würfeln. Hin und her, her und hin. Hoffentlich ist jetzt rechts der Raum noch mit Gegnern gefüllt und unten vor den Challenge-Raum auch. Puff. Oder wir machen es so. Das ist kein Tears Up. Das ist Damage. Das ist ein Tooltip-Fehler. Wie oft noch? Ah, es ist ja besser. Tears Ups haben wir ja noch. Oh, ich muss mal jetzt endlich mal was trinken. Ich krieg hier richtig einen trockenen Hals.
wenn der Hals trocken ist, dann klebt er und dann hat man so einen Frosch im Hals. Ist immer sehr unangenehm, nicht angenehm. Ach. Soul-Herzspender würde ich euch nennen, mal kurz. Außer ich lasse mich natürlich treffen. Wehe, dass keine Soul-Herzen fallen. Ihr seid blaue Champions. Genau. So, noch zweimal aufladen. Und kein Item. Ah, vielleicht ist ein Challenge-Raum noch ein Item. Das wäre fabelhaft. Komm, gib mir einen. Okay, nichts mehr mit aufladen. Dann kann da auch ruhig nichts drin sein. Machen wir auch trotzdem Platz. Ja, ist da. Wollte gerade sagen, das Spiel ist zu einfach, aber ich schaffe es immer, mich selbst zu verarschen. Und jetzt noch. Sterben. Hab ein neues Wort erfunden. Ein bisschen mehr Schaden wäre auch immer noch nett. Oder noch ein Effekt irgendwie vergiften oder so. Oder verlangsamen. Fänd ich nett. Fänd ich super. So, genug Herzen hätten wir, um jetzt noch den Automaten auszureizen. Dann kriegen wir noch ein Blood-Pack vielleicht. Ein Herzencontainer. Machen wir doch. Nein, das ist nur die Portable Blood Machine. Brauchen wir nicht. Den Opferraum nutzen wir nicht. Ich will meine Silberherzen behalten. Das ist ja wohl verständlich. Jetzt zur Mutters Herzebene. Dann kommt The Cathedral und dann haben wir es hinter uns. Dann sind wir bei der Chess. Mann, ist das aufregend. Aber ich war lange nicht mehr. Boah, war ich schon lange nicht mehr in The Cathedral. Wir haben ja jetzt halt immer die Challenges gemacht. Wo gehen wir hin? Wir gehen zuerst zu Dings. Zur Arcade-Halle. Oh, hab ich mich gerade treffen lassen? Tatsächlich. Was haben wir denn hier? Tears up. Ha. Als ob das noch irgendwas bringt. Ich brauche ein bisschen mehr Seelenherzen. Ehrlich. Ich hätte gern mehr Seelenherzen. Oder eine Full-Heart-Karte. Oder keine Ahnung. Wir haben ja eine Telling-Maschine, der nutzt oder sie. Ja. Wir laden jetzt erstmal. Die Weissage-Maschine immer auf, bis wir Seelenherzen kriegen. Dauert zwar eine Weile, aber ja. Dann geben wir ein bisschen Blut spenden, damit ich in den Boss-Challenge-Raum komme. Also, wenn ich The Sun benutze, dann sind die alle auf einmal tot. Das wäre schon ganz cool jetzt. Was auch nicht schlecht wäre, wäre jetzt Oja Card. Oder wie sie heißt. Und die geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Geht doch mal weg. Ich möchte nicht mit euch spielen. Oh, die Junior-Drillinge. Komm, noch ein Seelenherz und ich wäre auf der sicheren, wirklich sicheren Seite. Okay, die Bosse im Challenge-Raum wäre jetzt nicht die schwersten und ich verkacke mein Seelenherz. Können wir würfeln. Wir laden ihn jetzt noch schnell auf. Komm. Oh! Und ich verkacke mein Seelenherz.
Ich hätte einfach jetzt spenden gehen sollen. Der hätte ich jetzt gemütlich mit 3 Seelenherzen reingekonnt in den Boss-Challenge-Raum und er macht mir alles kaputt. Dafür gibt die mir Salat. Das sammle ich aber jetzt noch nicht ein. Chariot Card. Okay. Okay. Also einmal würfeln wir jetzt den Lipstick weg. Wir würfeln den Lipstick weg. Mal sehen, was der mir bringt. Forget me now brauche ich nicht. Dann machen wir die Ebene nochmal und dann würde ich meinen Würfel verlieren. Das wird doof. Na gut, komme ich halt nicht in den Boss-Challenge-Raum. Dann würfeln wir halt als den Dings hier. Laden wir den Würfel auf, dann würfeln wir den Scheiß hier weg, dann würfeln wir. Nee, kann man gar nicht, glaube ich. Wollte gerade sagen, dann würfeln wir den Dings halt weg. Mann, geh mir aus dem Weg, du scheiß Pille. Pille, du nervst! Also, ich kann ja fliegen. Oh Gott. Da. Ich möchte trotzdem da gern rein. Mann. Das ist ein Item. Ich bin doch so ein Item-Fetischist. Den kann man auch so töten. Da hätte jetzt auch ein Item drin sein können. Mann. Ah, ich werde getroffen. Da ist aber... Nein, es ist ein Schlüssel. Können wir für so Chess gebrauchen. Dann gehen wir runter. Lass dich bloß nicht von so einem scheiß Gedärmding da treffen. Das wäre peinlich. So, jetzt die Forget-Me-Now-Pille. Welch... Was kriegen wir? Was kriegen wir? Wir kriegen... Scheiße! Ein Tod. Der lebt noch. Ja. Der lebt immer noch und hat mich getroffen. Er lebt auch noch. Da haben wir eine Tiers ab. War nicht mehr. Funktioniert zwar nicht mehr, aber egal. Dürfte also eigentlich nicht funktionieren, aber. Ja. Es schadet ja nichts. Jetzt hier noch einen goldenen Schlüssel. So. Wieder würfeln gehen, dann können wir noch einmal aufladen danach. Komm, gib mir. Boom. Ja, gib mir Boom. Brauche ich nicht. Brauche den Scheiß nicht. Ah, wir haben stärkere Tränen. Wir können immer noch einmal aufladen mit, wenn man jetzt den Bossraum mit einberechnet. Und den berechne ich mit ein. Jetzt muss hier Gegner drin sein. Genug Gegner drin. Ah, lass mich treffen. Wie immer. Jetzt hole ich mir ein Herz. Ich hole mir ein Herz. Ein Herz. Ein ganzes Herz. Gut. Und jetzt ganz schnell. Mom plätten, Moms Herz plätten. Ist ja einfach. Was will sie denn schon anrichten mit ihrem schwachen Herz? Ist ja wirklich schwach. Also. Tschüss.
Da, 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 da. Und tot und tot. Und hier jetzt hier noch alle tot. Und kommt ja nicht mal bis zu mir. Machen wir hier noch schnell Monstro platt. Tot. Ich könnte natürlich auch mal das benutzen. Brauchen wir nächste Ebene eh nicht mehr. Dann nehmen wir The Sun mit. Ist ja viel, viel nützlicher. Stirb. Tot, tot, tot. Gut. Ein bisschen mehr Schaden könnte ich auch schon machen, finde ich. Hey, du überlebst ja lange. Was ist das denn? Stirb jetzt endlich. So, jetzt rastet sie aus. Klaut mir ein Herz. Und tschüss. Da gehen wir noch nicht rein. Wir würfeln erst. Und die Würfel nehmen wir mit. In the Chest können wir ihn ja immer noch benutzen. Machen wir uns einen super Kain. Was war noch. Was können wir eigentlich noch finden, was uns wirklich was bringt? Scapula, ja, Überlebenschancen erhöhen. So, jetzt das Sun mitnehmen. Werden wir denn bei Isaac benutzen? Wo haben wir denn das Sun? Das Sun liegt unten. Wo liegt das Sun? Links liegt das Sun bei dem Pilz. Nein, wo ist das Sun? Wo hab ich den Scheiß hingeschmissen? Habe ich den in der letzten Ebene liegen lassen, den Scheiß? Kann das sein? War ich so doof? Nein, hier liegt's. Ach gut. Ich dachte schon, ich hätte einen Mega-Fail mal wieder geleistet. Was war denn da unten? Ach ja, der Gotthof. Mann, ich möchte ein vernünftiges Trinket mitnehmen und nicht hier Polaroid. Ich brauche es ja, warum muss ich das brauchen? Ich habe so oft schon Isaac besiegt, da dürfte ich doch jetzt automatisch in die Chest kommen dürfen. Und Geld brauche ich nicht, außer ich kriege jetzt hier irgendwie nochmal Flat Penny oder sowas. Ach, Tag. Was willst du denn? Stirb einfach. Stirb. Danke. Du hast mir ein Herz wieder. Bin ich ja nett. Na, was willst du? Gar nichts. Oh, Igitt. Ah, Mist. Getroffen. Hey, kommst du her? Warum müssen die sich immer bei mir ranporten? Scheißviecher. Viecher hasse. Hasse sie. Ich spüre tiefen Hass. Brauchen wir nichts. Jetzt nehmen wir wieder mit. Denn bomben wir uns wieder rein. Denn wir wollen zum Challenger Room. Zum Challenger Room. Da haben wir wieder ein Herz. Gut. Da haben wir eine Kiste. Geld können wir liegen lassen. Was gibt's hier? Halt ab. Ah, Mist. Ja, brauch Herzen. Hallo, Headless Postman. Vollhorst. Und tschüss. Tschüss. Bye, bye. Ausgeponied. Ich brauche Herzen. Ich möchte in den Challenge-Raum. Stopp!
Warum ist das Ding eigentlich nicht explodiert? Einfach mal. Alter. Bomben. Bomben. Nichts. Und die Viecher zusammen sind scheiße. Toll. Danke. Säcke. Ihr müsst mich ja auch unbedingt verfolgen, scheiß Stalker-Engel. So, was gibt's hier? Gib mir zwei Seelenherzen. Na, nur ein. Scheiße, ich brauche noch ein Herz. Ich brauche noch genau ein Herz. Stopp, 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 stopp. Komm und gib mir ein Herz. Gib mir ein Herz. Wenn du schon mir was gibst, wenn du schon was machen kannst, kannst du mir ein Herz geben. Ja. Ah, ja, gib mir ein Herz. Dann gibt er mir ein Kinderherz. Okay. Das Spiel hat Humor auf jeden Fall. Ich wollte ein Herz haben. Das war nicht das, was ich dachte, aber egal. Das ist ein Herz. Und adios. Nein, jetzt. Nein, ich treffe ihn einfach nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. So, ein halbes Herz durchs Kinderherz gekriegt. So, aber du gibst mir garantiert ein Herz. Du gibst mir sogar ein Seelenherz. Ein Eternal Heart. Finde ich klasse. Finde ich gut. Bräuchte jetzt noch eins. Ich gehe jetzt erstmal in den Challenge-Raum. Samt Kinderherz. Geld brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Du liegt mir jetzt einfach nur im Weg rum. Du hältst ein bisschen viel aus, finde ich. Auch mal erstmal die kleinen Madis platt. Madis. Eine Madis. Ist ja üblich. Bei dir. Geh weg. Sackgesichter wieder. Super Sackgesichter, Brothers. Die stehen auf Jump and Run, aber da fehlt irgendwie das Run. Die haben keine Beine. Roid Rage. Nimm mal mit. Speed Range up. Okay. Ist ein Item. Kann man mitnehmen. Muss man aber nicht. Hier gibt mir wieder Silberherzen. Das finde ich ja. Das finde ich ja nett. Ich war kurz abgelenkt irgendwie. Weiß nicht. Hab mich treffen lassen. Mein Silberherz. Ich bin sprachlos. Wie kann ich nur? Ja, mir. Ach, was ist das denn hier? Boah, bin hängen geblieben. Okay, nur noch ein Raum. Was gibt's da? Vielleicht gibt's noch ein Item. Gib mir ein Item. Ich will mehr Items. Ich bin itemsüchtig. Wir könnten jetzt versuchen, nochmal ein Plattpack zu kriegen. Was willst du denn, kopfloser, körperloser? Ah, Schaden und Giftschuss, Schüsse. Ah, ist das schön. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier nehmen wir dich wieder mit. So, Isaac. Nee, dich lassen wir noch liegen. Kain versus Isaac.
Du hältst eine Menge aus. Muss man dir zugestehen. Ich bin ziemlich anfällig gegen dich. Weil ich keine Schutz... Ich habe gar keine Schutz-Companions. Scheiße. Weil ich bin nervös. Ich möchte meine Karte noch nicht einsetzen für dich. Ich glaube, ich muss das gleich. Oh Mann, Mann. Oh, oh. Fängt er damit wieder an. Komm. Stopp. Boah. Herzen einsammeln, alles einsammeln, was wir hier haben. Brauchen wir... Den sprengen wir mal kurz das Ding hier. Nur Geld. Oben ist ein Herz. Da. Okay. Denn jetzt das Chest. Hoffentlich kriegen wir ein paar Schutz-Companions. Das war jetzt gerade ein bisschen scheiße, fand ich. Was haben wir da oben noch rumzuliegen? Achso, ja, den blöden Pilz, den brauchen wir nicht. Ja, den brauchen wir nicht. Herzcontainer dazu gekriegt. Jetzt sind wir in der Chest. Wir haben genug Schlüssel. Was gibt's hier? Kackhaufen. Robo-Baby könnten wir mitnehmen. Wir setzen erstmal kurz das ein. The Sun! Danke! Robo-Baby nehmen wir mit. Dann legen wir oben meine Bombe. Transzendenz brauche ich nicht. Haben wir aber wenigstens nochmal was zum Wegwürfeln. Oh, verdammt. Also zwei auf einmal sind schon echt fies, weil die ganz schön viel Platz verbrauchen, die Säcke. Die dicken. Ach, ich hasse diese blöden Schmerz. Kackheuche. Stirb dran! Scheiße! Boah, verdammt nochmal, Schutz-Companions! Ich brauch Schutz-Companions! Und jetzt stirb! Schutz-Companions, gleich zwei! Boah! Nein! Oh, ich bin so doof. Muss ich ja schon fast wieder Dings einsetzen. Schutz-Companion. So. Einmal aufladen. Die besten... besten Angriffs-Companions habe ich jetzt. Das ist schon gut. Boah. Ah, schön. Die Kerzen dazu. Also Charm of the Vampire ist echt gerade Gold wert. Okay, hier brauchen wir noch nicht drin. Boah, verdammt. Vergesst es immer. Boah, es leckt ein bisschen. Komm, ja, mach Malis. Mach ganz viele Malis, da
Eben nicht. Okay, Schatt ist jetzt auch ziemlich nützlich, muss ich sagen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, da setze ich echt freiwillig The Sun ein. Ach, fucking. Also zwei ist fies. Zwei sind scheiße. Fucking unfair. Alter, Alter. Ah, Hilfe. Hat da gerade mein Robo-Baby Superstrahlen abgeschossen? Ah, Mist. Kein Item bei umgekommen, aber wir haben... Ja, euch mache ich locker platt. Ja, euch mache ich locker platt. Ihr dürft meinen Würfel aufladen. Na, reicht nicht für einen Würfel aufladen. Leider. Da bräuchte ich Batterie. Das wäre ganz gut gewesen. Das nehmen wir mal mit. Ach, schön, einfacher Raum. Das finde ich schön. Oh, und jetzt ein Rainbow Baby. Die drei besten. Nee, fehlt noch Dämon Baby. Da habe ich die besten Angriffscompanions, die es im Spiel gibt. Komm, tötet ihn, tötet ihn, tötet ihn. Stirb, tot, stirb. Jetzt ist er tot. Naja. Herzen gibt's. For free. Aufgeladen. Dann könnten wir... Das Yamhurt könnten wir da noch liegen lassen. Dann machen wir mal kurz das. Dornenkrone. Damage up. Dann gehen wir nach oben. Oh oh. Ich hab nicht umsonst Homing Bombs eingesammelt, ihr Deppen. Weil damit trifft ihr euch teilweise selbst, Säcke. Super Raps, Doppelpack. Und sie sind machtlos gegen mich. Sie sind machtlos. Tyson Touch. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Genug Bomben für den Boss haben wir. Alter. Ihr müsst auch ganz, ganz schnell sterben, weil ihr... Ihr habt es nicht anders verdient. Diese Gamer-Gemeinschaft hier. Geht! Aber... Noch eine Sun-Karte. Wow. Also wirklich schief laufen dürfte jetzt gar nichts mehr. Wow. Was zur Hölle? Robo Baby geht ja mal. Raged hier mal rum. Ist ja übel. Ja, spreng ich selbst. Ja, das brauchen wir auch nicht. Brauchen wir beides nicht. Können wir beides wegwürfeln. Dann mal gleich das, machen wir denn bei nächsten Aufladung den Raum dann wegwürfeln. Komm, Megaschuss. Ich möchte, dass mein Robo-Baby mit so einem Megaschuss ab... Na, direkt auf den Gegner gefälligst, Sven. Okay, hier ist ein Feuer. Und wir müssen versuchen, dass das Feuer nicht aufhört zu brennen. Nein! Es ist mein allseits gehasster Blood! Wie ich ihn hasse! Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Ein Glück kann ich fliegen. Damit macht das mir
um einiges einfacher. Jetzt kriegen wir noch ein Item. Distance Up My Fly. Wow, vier. Damit habe ich vier Verteidigungs... Wow, geil. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, jetzt geht eine meiner... meine Pretty Flies verloren dadurch. Aber geht nicht. Finde ich gut. Komm, stirb. Auch tot. Komm, komm, komm. Oh, da darf ich aber viel wieder aufschreiben für die Videobeschreibung. Da schreibe ich ja immer rein, welche Items ich im Run eingesammelt habe. So, das Seelenherz habe ich mit Absicht jetzt noch nicht eingesammelt, weil ich möchte nicht, dass es verloren geht. Dann habe ich es nämlich für den Bosskampf. Könnt ihr jetzt mal alle sterben. Genug Herzen kriegen wir so. Dann kriegen wir nochmal 10 Bomben so. Das ist gut. Können wir das mitnehmen? Können wir jetzt alles mitnehmen? War schlau gemacht, dass ich das Seelenherz nicht sofort eingesammelt habe. So, dann können wir einmal hier. Dann können wir... Was nehmen wir mit? Cracks the Sky. Den blöden Spider-Pot. Verlangsamt ihn kurz. Dann haben wir... Was haben wir oben? Da haben wir das. Das brauchen wir gar nicht. Links ist Transzendenz. Megabombs haben wir jetzt auch. Selbst wenn... Ja, können wir einsammeln. Ist ja passiv. Wir haben eine Sandkarte. Wir haben Crack the Sky. Oder den Pot. Wir nehmen den Pot mit. Der macht auch Schaden, wenn man ihn benutzt. So. Erstmal haben wir eine ganze Armee hinter uns. Dann haben wir noch die Sandkarte. Dann haben wir den Spider-Pot, der Schaden macht und die Gegner kurzzeitig verlangsamt. Boah, das war Schwein, dass ich mir jetzt nicht wehgetan habe. So, jetzt aber hier wieder. Kacke. Weg mit der Kacke. Und so ein Angriff. Gegen das Blue Baby. Stirb, stirb, stirb. Stirb. Haha, er trifft mich nicht durch die ganzen Verteidigungs... Companions trifft er mich gar nicht. Das ist geil. Na, hast mich einmal getroffen. Findest dich jetzt toll? Na? Oh, hast mich zweimal getroffen. Pam! Kane's Eye has appeared in the basement. Aha. Oh, ganze Zeit die Maus im Bild. Wollte ich gar nicht. Egal. Eigentlich habe ich schon Kane mit Kane the Chess geschafft, aber egal, kriege ich jetzt nochmal. Weiß nicht, was es soll. Oh, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Viel Spaß beim Abspann. Jo, the end. Kane geschafft. Yeah. Dann machen wir, ja, dann sage ich auch schon mal hier Tschüss und so. Glück auf. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir dann auch endlich Dr. Fetus Revenge. Oder The Doctor's Revenge. The Doctor's Revenge. Dann machen wir das. Dann machen wir, danach machen wir Eve. Danach machen wir Meat Boy, Meat Forever als sozusagen Übergangsevent zu dem neuen Projekt. Ich sag Glück auf nochmal. Schönen Tag noch. Schönen Abend. Keine Ahnung. Danke fürs Zusehen. Tschüssi.